Guten Morgen, liebe Zuschauer. Charlotte Kalinda ist da. Hallo, Charlotte. Guten Morgen. Das war das Lustigste überhaupt, was du über die Influencer, über die Marketing-Influencer gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Ach, das war so lustig. Hat nichts mit Grippe zu tun. Wie du dich über die lustig gemacht hast, war ja, nein, ist ja nicht die Leute an sich. Wir haben keine Zeit. Also, das wir haben, machen jetzt, stimmt es das, unsere ja. beliebte Wissensrubrik. Ja. Erste Frage an dich. Stimmt es, weil es ja gerade Pilzsaison, stimmt es, dass man Pilze nicht mehr aufwärmen darf? Naja, also Wasser und Eiweiß, das sind die Hauptbestandteile. Und die können mit Wärme und vermehrenden Bakterien tatsächlich zu einer schnellen Verderbung führt. Aber wenn man sie nach dem Kochen oder Braten relativ zügig in den Kühlschrank stellt, dann kann nichts passieren. Also okay. Stimmt nicht. Also Schockgefrieren ist okay? Ja, Schock in den Kühlschrank. Okay. Sofort Rinder. Der nächste bitte. Genau. Daraufhin kommen wir zum Lippenstift. Genau. Stimmt es, dass Lippenpflegestifte, dass sie süchtig machen? Man sagt ja, das sagt man immer so. Ne? Ah, das macht total süchtig. So ist es natürlich nicht. Sie machen aber trocken. Sie trocknen aus und deshalb ist es natürlich ja die Inhaltsstoffe und dementsprechend muss man sie dann immer öfter verwenden. Das wird dann gerne mal als abhängig bezeichnet, ist es aber nicht wirklich. Allerdings ist es viel besser, Olivenöl zu verwenden und das ist gut für alle Dinge, die so reißen. Trockene Horn, häutige Füße und Lippen. Schön, das sind doch tolle Themen am Frühstückstisch. Der nächste bitte. Viel Spaß beim Schokobrötchen. Und stimmt es, dass im Herbst mehr Haare ausfallen als sonst? Ja, ist auch ein hartnäckiges Gerücht. Ja, es ist so. Tatsächlich ist es so. Ja, ich weiß, guck, wir brauchen aber im Winter mehr Fell. Warum fällt das jetzt aus? Ja, das ist eigentlich total ungünstig. Ne? Also Forscher vermuten, dass es daran liegt, dass die Sommerstrapazen sich dann so auswirken, etwas verspätet mit dem Ausfall. Mhm. Und dann wird die Produktion auch wieder angekurbelt. Und im Frühjahr ist es dann wieder hat man am meisten Haare. Sozusagen. Also falls Sie jetzt beim Kämmen gleich vorm Spiegel stehen, da ist wieder so ein Knäuel drin, machen Sie sich keine Gedanken. Nein. Das ist ganz normal. Hat mein Hund auch. Gleich übrigens die ganz große Gesundheitsrutsche noch mal mit dir. Wir sprechen über die innere Uhr, da gab es einen Nobelpreis für und wir erklären die innere Uhr. Das ist und so ein Wahnsinn. Wir zeigen Grimassen gegen Falten für einen richtig schönen Pfirsich-Teng. Pfirsich-Teng. Pfirsich-Teng vor mit allem. G. Teng. Mit Ä und ganz G. wichtig, Teng. Vielen Dank, Charlotte. Machen wir gleich, ne? Pfirsich-Teng. Teng.